Unglücksreaktor von Tschernobyl, Meiler Nummer 4. Mehr als 1000 Menschen arbeiten hier noch immer. Sie betreiben seit Jahrzehnten Schadensbegrenzung. Für mehr als 2 Milliarden Euro wird seit Jahren eine neue Schutzhülle gebaut. Ende des Jahres soll das Ungetüm aus Eisen und Stahl über den alten Betonsarkophag von Tschernobyl geschoben werden. Diese Konstruktion soll in erster Linie dazu dienen, die Umwelt vor radioaktivem Staub zu schützen, der bei einem eventuellen Einsturz instabiler Teile des Sarkophags freigesetzt werden kann. Vor Gammastrahlung bietet diese Konstruktion aber keinen Schutz. Die nach dem Unglück mühsam geschaffene Betonhülle ist brüchig. Das Kraftwerk Tschernobyl ist heute ein Risiko für Mensch und Natur. Und doch leben in der 30-Kilometer-Zone um das Kraftwerk längst wieder Menschen, wie der 78-jährige Michailo Schilan. Das hier sind meine Bienenstöcke. Schauen Sie, ich kann sie hier auf- und wieder zumachen, damit es den Bienen nicht kalt wird. Experten warnen vor dem Verzehr von Produkten aus der Todeszone. Doch den rund 100 vor allem älteren Rückkehrern ist das egal. Ich bin nach Hause zurückgekehrt. Das ist mein Land, das mich geboren hat, und das ist mein Himmel. Ich kann nicht anders. An den Umsiedlungsorten leiden die Menschen zwar nicht unter Radioaktivität, aber sie leiden darunter, dass sie sich an die neue Umgebung nicht anpassen können. Dort war alles anders. Die Landschaft, die Luft, die Menschen. Vor allem der Wald um Tschernobyl ist ein Flickenteppich aus radioaktiven und unverstrahlten Gegenden. Gerüchte halten sich hartnäckig, dass von hier Holz ins Ausland verkauft wird, genauso wie verstrahltes Altmetall. Die Menschen haben sich damit arrangiert. Immerhin, im Lebensmittelladen am Kraftwerk soll die Ware die am besten kontrollierte der ganzen Ukraine sein. Dass das Leben hier trotzdem gefährlich ist, kümmert auch sie nicht. Wozu soll ich auf meine Gesundheit achten, wenn ich kein Geld zum Leben habe? Ich bekomme umgerechnet 35 Euro Rente. Was kann ich mir davon schon kaufen? Soll ich zunächst Medikamente für mich kaufen oder die Gasrechnung bezahlen? Und so ist die neue Schutzhülle für den explodierten Meiler von Tschernobyl vor allem für das Ausland wichtig. Fast 90% der Kosten trägt die internationale Gemeinschaft.